Hi und ein herzliches Willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Martin Hofmeister Unboxing. Freunde, ich bin aufgeregt, meine Pumpe schlägt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir erstmal an bei diesem kleinen Freund hier, oder besser gesagt Freundin. Ich habe sie freundlicherweise ja Gisela getauft. Und vor ein paar Monaten habe ich auch ein Video darüber gemacht. Mittlerweile haben sich das über 17.000 Menschen angeschaut. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle erstmal recht herzlich bedanken. Danke für euer Interesse. Und hier ein Applaus von mir für euch. Dankeschön. Danke. Danke. Soll reichen. Und auf jeden Fall, wie gesagt, bin ich mega aufgeregt. Denn dieser Diboot Osmo 950 aus dem Hause Ecovax ist für mich weiterhin der beste Saug- und Wischroboter, den es momentan auf dem Markt gibt. Ja, die Mitbewerber, Konkurrenz, na Konkurrenz sagt man ja nicht mehr, man sagt Mitbewerber. Die Mitbewerber, ja, die müssen ganz schön an ihre Fingernägel kauen, denn der hat Funktionen, was andere nicht haben. Und deswegen bin ich sowas von begeistert, dass die Leute, die Herrschaften sich von der Firma Ecovax nicht ausruhen, nein, die produzieren weiter und werden besser. Und besser und immer besser. Schaut euch das an. Das ist der Ecovax Diboot Osmo T8 Ivy. So heißt er. Ich musste direkt nochmal aufgucken. Mir ist schon wieder der Name entfallen. Nicht entfallen, sondern ich bin aufgeregt. Diboot Osmo 950 ist das hier. Und das ist der Diboot Osmo T8 Ivy. So heißt das gute Stück. Ja, Freunde, er kann wischen. Ja, er kann saugen. Kann er auch. Aber ihr wisst ja, dass diese Wischfunktion fand ich immer nicht so ganz so toll, weil er zieht einfach nur einen feuchten Lappen hinterher. Aber dieser hier, liebe Hausfrau, liebe Hausmänner, ich sage euch, der kann nicht nur saugen und wischen, der kann sogar beim Wischen schrubben. Er schrubbt. Das ist unfassbar. Also ihr merkt es, ich überschlage mich schon, ich bekomme Wortfindungsstörungen, ich bin total aufgeregt. Ein Saug- und Wischroboter, der schrubben kann. Freunde, bleibt auf dem Sofa, lasst das den Ecovax schon machen. Eure Butze wird von alleine sauber. Wenn das nichts ist, dranbleiben, nach dem Intro geht's weiter. Gott, bin ich aufgeregt. Erstmal möchte ich mich für den schlechten Ton im Intro entschuldigen. Da muss echt dringend ein neues Mikro her. Ja, wie ihr hier sehen könnt, ist die Verpackung noch zugeklebt und wird erstmalig geöffnet. Die Spannung steigt. Wie üblich bei Martin Hofmeister Unboxing schauen wir natürlich erstmal die Verpackung rein, was wir dort alles vorfinden. Neben den Diboot T8 Ivy findet ihr zwei kleine Probeflaschen Boot Clean, ein sogenanntes Starter Kit vor. Diese Flaschen sind extra für Ecovax Robotics hergestellt worden, in Zusammenarbeit mit der Firma Henkel, um ein optimales Wischergebnis zu erzielen. Diese Flaschen bekommt ihr im 15er Set, dazu später mehr und natürlich auch unter dem Video in der Infobox. Wie schon beim Diboot Osmo 950 nehme ich den Deckel raus, um den Roboter dort drauf platzieren zu können, um später die seitlichen Bürsten zu installieren, damit am Diboot T8 Ivy nichts zerkratzen kann. Hier kann man auch gut die Frontkamera sehen. Mit der verbesserten Ivy-Technologie können Hindernisse mit der zweimal besseren Identifikationsgeschwindigkeit erkannt werden. Wie schon beim Osmo 950 liegt auch hier das blaue Wischtuch auf der einfachen Wischplatte bei. In der Mitte befinden sich die zwei Seitenbürsten. Zwei sind immer besser als nur eine Seitenbürste. Diese sind farblich markiert, damit ihr sie dementsprechend an den Osmo T8 Ivy ranbringen könnt. Danach findet ihr die Ladestation vor, die baugleich mit der vom Osmo 950 ist und auch ein Kabelmanagement auf der Rückseite hat und mit zwei Ausgängen an den Seiten, damit ihr dementsprechend das Kabel verlegen könnt, um eure Steckdosen erreichen zu können. Diese Ladestation kann eventuell später wieder weggelegt werden. Im August soll ja die dazugehörige Absaugstation auf den Markt kommen, die ich euch später ebenfalls dann in einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal vorstellen werde.
bin schon sehr, sehr gespannt drauf. In dieser Verpackung befindet sich die neue Wischeinheit, die sogar schrubben kann. Mit der neuen Osmo Pro Wischtechnologie kann der Roboter nicht nur in einem Durchgang saugen und nass wischen, sondern besitzt zudem eine elektrisch gesteuerte Wischplatte, die hartnäckige Flecken mit hochfrequenten Vibrationen bearbeitet. Abhängig von den individuellen Bedürfnissen können hier 4 unterschiedliche Wassermengen eingestellt werden. Natürlich kann man auch noch den bereits installierten Wassertank samt der einfachen Wischplatte nutzen. Ihr erinnert euch, das mit dem blauen Tuch. Wer es aber gründlicher haben möchte, nutzt die neue Osmo Pro Wischtechnologie. Für die neue Wischeinheit gibt es natürlich auch zahlreiche Tücher, die man mehrfach nutzen kann. In einer weiteren Verpackung findet ihr die Anleitungen, natürlich auch in Deutsch vor, einen Ersatzfilter, Einweg-Wischtücher für die normale Wischplatte und das ist ja löblich von Ecovax, 2 weitere seitliche Ersatzbürsten. Zu guter Letzt findet ihr noch das Stromkabel für die Ladestation vor. Wie ich am Anfang schon erwähnte, nehme ich den Deckel raus, lege den Dibut T8 Ivy drauf und stecke die beiden Seitenbürsten fest auf die farblich passenden Verankerungen. Wie auch beim Dibut 950 kann ich die Bürste bestehend aus Borsten und Lamellen einfach entnehmen, um sie zu reinigen oder zu erneuern. Die Wassertanks können ganz einfach getauscht werden, dazu muss wie hier gezeigt der Dibut T8 Ivy nicht auf dem Rücken liegen, sondern er kann auch ganz einfach am Boden stehen und die Tanks werden einfach hinten abgezogen und der andere Tank wird draufgesteckt. Hier ist er nun aus der Sicht von oben, der Hauptdarsteller, der Dibut Osmo T8 Ivy aus dem Hause Ecovax. Ist fast identisch mit dem Osmo 950, dennoch hat sich ein bisschen was verändert und wohl auch verbessert. Natürlich ist das Möbeljahr weiterhin geschützt durch den Bumper an der Frontseite und auch der Laserturm. Für die Navigation ist ebenfalls geschützt. Zudem ist der sich drehende Laser diesmal nicht sichtbar. Um Staub und sonstige Verunreinigungen im Laserturm zu vermeiden, wurde dieser verschlossen. Man kann den Laser während der Arbeit also nicht mehr sehen. Für mich eine klare Verbesserung. Die neue Ivy-Technologie soll dank der Kamera ja verbessert worden sein, um Hindernisse besser zu erkennen. Dazu später mehr. Unter der Haube haben wir noch eine Anleitung, um die App einfach zu installieren und den Dibut Osmo T8 Ivy installieren zu können. Vor allen Dingen auch mit eurem heimischen Router zu verbinden. Da dieser Step-by-Step durchgeführt wird, kann man nichts falsch machen und muss hier auch nicht vorgeführt werden. Wie auch beim Osmo 950 hat der Dibut Osmo T8 Ivy den gut durchdachten Staubbehälter. Dieser kann per Tragegriff einfach entnommen werden und durch die Innenklappe kann auch nichts auf dem Weg zum Mülleimer rausfallen. Zudem hat sich ja bald ab August dank der separat erhältlichen Absaugstation dieser Schritt sich erledigt. Dafür sieht man hier im Dibut Osmo T8 Ivy diese Absauglöcher. Bin gespannt, wie gesagt, ab August ist diese Absaugstation separat erhältlich. Nicht wegzudenken ist das Reinigungstool, was hier ebenfalls unter der Haube sicher platziert ist. Da startet er nun und während ihr diese Aufnahmen sehen könnt, schildere ich euch mal meine Erfahrungen. Die neue Ivy-Technologie hat schon ihre Vorteile. Zum Beispiel hatte ich das Problem beim Osmo 950, dass dieser gerne meine beiden Kerzenständer so stark angefahren hatte, dass diese samt den schweren Kerzen oftmals umkippten. Daher musste ich diese vor jeder Reinigung wegstellen, muss aber erwähnen, dass diese Kerzenständer wirklich sehr leicht umkippen. Dennoch hat der Osmo T8 Ivy klar gezeigt, dass er diese Ständer erkannt hatte und blieb von ihnen fern. Ich muss diese also nicht mehr wegräumen, hier ein weiterer Vorteil. Natürlich scheint diese Ivy-Technologie noch ihre Tücken zu haben, da zum Beispiel schwarze Socken auf dem doch hellen Boden nicht erkannt werden konnten, Schuhe und alles andere, was solch eine Höhe besitzt,
weicht der Osmo T8 Ivy super aus. Selbst an der Kabellage unter meinem Schreibtisch, da hatte ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Der Osmo 950 hatte diese gerne gefressen, hatte deswegen da auch für den Osmo 950 eine Sperrzone eingerichtet, hat der Osmo T8 Ivy diese Kabel hervorragend in Ruhe gelassen und ich musste keine Sperrzone für die Zukunft einrichten. Teppiche bleiben den meisten Saugrobotern eine echt schwierige Hürde. Das bleibt dem Osmo T8 Ivy auch nicht erspart, aber wie schon der Osmo 950 sucht er so lange, bis er auf den Teppich kommt, um die noch zu saugenden Stellen zu reinigen. So ist es zumindest bei mir so. Der Akku hält natürlich mit einer Dauer von 3 Stunden am Stück super lange aus. Sollte er nicht ausreichen, fährt er für die Ladung an die Ladestation zurück und saugt danach an der aufgehörten Stelle weiter. Übrigens, nach ca. 6,5 Stunden ist der Akku wieder voll aufgeladen. Ich muss zugeben, dass ich oft die alte Wischfunktion vom Osmo 950 genutzt habe, allerdings war ich mit dem Wischergebnis nie so richtig zufrieden. Daher war es eher ein feuchtes Abstauben des Bodens als ein richtiges Reinigen. Der neue Ecovax Debut T8 Ivy soll ja dank der Osmo Pro Wischtechnologie dieses gründlicher machen und daher bin ich schon sehr gespannt. Zuerst fülle ich eine Flasche vom Starter Kit, dem Boot Clean, also übrigens die 15er Packung, bekommt ihr bei Amazon für 14,58 € aktuell. Den Link dazu findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobox. Also ich fülle eine kleine Flasche Boot Clean in den Tank, gefolgt mit Wasser bis zum Anschlag. Danach klemme ich die Osmo Pro Wischeinheit unter den Deboot Osmo T8 Ivy und hier ist jetzt schön das neue nette Gimmick zu erkennen, dass wenn man die neue Osmo Pro Wischeinheit drunter klemmt, dass der Osmo T8 Ivy dieses auch erkennt und die Powerlampe wechselt von weiß auf blau. Ist das nicht schön? Ihr habt es sicherlich wahrgenommen, die neue Osmo Wischtechnologie aus dem Hause Ecovax mit der vibrierenden Wischplatte, da kann es ja eigentlich nur sauberer werden, vor allem mit dem neuen Lasersensor. Dieser erkennt Objekte auf die doppelte Entfernung und bietet eine 4-mal genauere Objekterkennung im Vergleich zu den D-Boots mit herkömmlicher Lasernavigation. Bei dem Osmo 950 war das Wischen in Ordnung, gestört allerdings haben mich besonders im Badezimmer auf den dunklen Fliesen beim Wischen die Reifenspuren, die natürlich auf dem feuchten Boden hinterlassen worden sind. Es war wirklich ein kleines Ärgernis. Zu meiner Verwunderung sind diese Spuren diesmal nicht vorzufinden. Er muss die Wischrichtungen genauer wählen, um nicht ständig durch die bereits gewischten Flächen rüberzufahren, oder es liegt an diesen neuen Boot Clean Reinigungsflaschen. Auf jeden Fall finde ich die neue Wischfunktion, auch wenn dadurch der Deboot Osmo T8 Ivy lauter geworden ist, bedeutend besser. Einen Menschen kann er noch nicht ersetzen, wir sind aber sicherlich auf dem richtigen Weg. Und das Ergebnis kann sich meiner Meinung nach sehen lassen. Unten rechts in der App könnt ihr noch den Videomanager sehen, auch eine nette Funktion, um aus den Saug- und Wischroboter einen mobilen Überwachungsroboter zu machen. Wenn ihr auf Videomanager tippt, müsst ihr euren vorher eingestellten 4-stelligen PIN eingeben und danach wechselt die Ansicht ins Waagerechte und ihr müsst euer Smartphone drehen und schon steht die Verbindung zu eurem mobilen Überwachungsroboter. Ja, also links oben könnt ihr euren Grundriss der Wohnung, des Hauses und so weiter sehen, sprich alle Räume sind mit grünen Punkten markiert worden. Dort könnt ihr den Osmo T8 Ivy hinschicken. Diese Punkte könnt ihr später auch verändern. Die wurden nach der ersten Fahrt vom Roboter selbst erstellt. Ich sitze jetzt im Wohnzimmer und möchte, dass er dort zu dem grünen Punkt kommt, wo ich dann auch draufklicke und er beginnt die Fahrt. Allerdings steht ihm jetzt meine schwarze Tasche im Weg, habe ich nicht dran gedacht, ist auch mein erster Versuch, aber es ist ein Ecovax und der findet bekanntlich schon seinen richtigen Weg.
Während er im Videomanager-Modus nun durch das Haus fährt, drehen sich nicht die Seitenbürsten, auch der Sauger ist nicht in Betrieb, man hört also nur das reine Fahrgeräusch des Roboters. Im Saugbetrieb während der Reinigung kann man nicht auf die Kamera zugreifen, die benötigt der Osmo T8 Ivy ja für die Objekterkennung. Und links könnt ihr den Roboter drehen und in Fahrtrichtung bewegen, wie mit einem kleinen Joystick. Und schon sieht man den dicken Mann auf dem Sofa sitzen, der sich jetzt auch noch nach vorne beugt, um rechts auf Foto machen zu klicken. Ja, und wenn man zum Beispiel auf Familienangehörige trifft, kann man über den Roboter auch sprechen. Dazu muss man rechts einfach nur auf das Mikrofonsymbol drücken und dieses gedrückt halten. Und die Sprache wird dann praktisch ja, übermittelt. Unter Kontrolle fährt der Roboter alle Punkte ab und macht ein Foto an den jeweiligen Punkten und speichert diese. Hier sieht man meine drei Bilder, die ich eben gerade geschossen hatte, wobei ich gerade bemerke, dass meine Glatze in dieser Körperhaltung eine recht unvernünftige und faltige Form angenommen hat. That's life. Wenn man dieses nicht mehr benötigt, schickt man ihn wieder zurück auf die Ladestation. Hallo ihr Lieben, ja, wir kommen zum Fazit. Bevor das startet, möchte ich mich nochmal an dieser Stelle recht herzlich bedanken bei der Firma Ecovax, dass ich dieses neue Gerät testen durfte. Ich bin immer noch sprachlos, ich musste mir ein anderes T-Shirt anziehen, das andere war durchgeschwitzt, so aufregend war die ganze Geschichte. Also der D-Boot Osmo T8 Ivy ist für mich absolut, ja, Creme de la Creme, also es ist wirklich der beste Saug- und Wischroboter, der schrubben kann, und das hat er wirklich in sich. Das soll nicht heißen, dass der D-Boot Osmo 950 schlechter ist, er ist für mich immer noch der super Saug- und Wischroboter, aber hier ist die Wischeinheit, die Osmo Wischtechnologie natürlich hervorzuheben, hier liegt sie auch und die hat es mit dieser vibrierenden Wischplatte natürlich in sich. Und das Wischergebnis ist natürlich um Weiten besser. Gar keine Frage. Natürlich auch dieses Starterkit, was dabei liegt, in Zusammenarbeit mit der Firma Henkel, extra für Ecovax Robotics, hat man dieses Reinigungsmittel ja, hergestellt. Und ich muss sagen, das Ergebnis und auch der Geruch, es riecht wirklich angenehm frisch gewischt. Sehr schön. Also dieses 15er Pack werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Viele finden das vielleicht auch ein bisschen zu teuer, über 14 Euro waren das ja, hatte ich im Video gezeigt, aber überlegt es, wenn es vielleicht nur einmal die Woche macht, ja, dann habt ihr 15 Wochen, habt ihr dann dafür diese kleinen Mini-Flaschen. Ich finde es toll, ich finde es wirklich toll, 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 alles an Ecovax ist toll, also wie gesagt, momentan kostet der D-Boot Osmo 950 bei Amazon und ich gehe jetzt nur bei Amazon aus von den Preisen, ich habe es mir auch aufgeschrieben, liegt der Preis bei 465,94 €. Und jetzt natürlich hier unser König aus dem Hause Ecovax, der D-Boot Osmo T8 Ivy mit dieser tollen Kamera und auch diese Funktion, dass man ihn als mobilen Überwachungsroboter nutzen kann, oh, spektakulär. Ich finde sowas cool, ich finde sowas toll, so eine Technik begeistert mich und das ermutigt mich natürlich auch, solche Videos zu machen. Also wirklich auch schönen Dank, dass ihr bis jetzt noch dabei seid. Dieser Preis liegt jetzt, ich weiche ab, ich weiß, aber ich möchte euch daran erinnern, Der kann schrubben. Also das ist schon eine Wucht und das macht richtig Spaß, ihn dabei zuzugucken. Also er kostet 778,86 € aktuell. Heute, wir haben den 7. Juli 2020. Ist vielleicht für den einen oder anderen eine Menge Kohle, gar keine Frage. Aber hier steckt eine Technik drin, die kostet auch was. Und wer ein tolles Ergebnis, ein tolles Saug- und Wischergebnis zu Hause haben möchte und sich auf zuverlässige Technik berufen möchte, der greift hier einfach zu. Ist eine klare Kaufempfehlung von mir. Ich sage euch, ich bleibe am Ball, insbesondere natürlich auch was die Absaugstation betrifft, die ja Ende Juli, August irgendwann erscheinen soll. Ich hoffe, Ecovax, ihr denkt an mich. Ich möchte das unbedingt, dieses Zusammenspiel filmen und euch natürlich zeigen. Ich bedanke mich für euer Interesse. Wie immer an dieser Stelle, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Euer Martin Hofmeister hier bei Martin Hofmeister Unboxing. Goodbye und bis dann. Macht's gut. Ciao.